Ja, moin zusammen. Da ist schon wieder der neue Shop da. Wie gesagt, wie immer versprochen, der Shop kommt täglich. Die Frage ist halt nur immer wann. Ob er mitten in der Nacht kommt, wenn ich schaffe aufzustehen oder noch wach bin. Oder so, wie es halt gerade passt. So, mein Sohn ist um 6 Uhr aufgestanden, habe ich gesagt, weißt du was, stehe auch direkt auf. Noch gemütlich bisschen rumgeguckt und wunderte mich dann, warum ich irgendwie so viele Abonnenten habe. Irgendwie die letzten Aufgaben sind so reingehauen. Ich habe gedacht, hä? Irgendwas stimmt doch hier nicht. Also jetzt will ich nicht wissen, wie große YouTuber sich fühlen, wenn da die Aufrufe so reinscheppern. So, irgendwie funktioniert die Anzeige nicht hier unten, aber ihr seht es ja schon an dem PaySafe-Code. Es sind einige Zahlen dabei gekommen. Ich habe jetzt mal gerade ein Bild von meinem Kanal selber hochgeladen. Kopiert quasi, also wir sind jetzt bei 208 Abonnenten. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube, wir hatten gestern 200 Paaren 50, 100 Paaren 50. Heißt, über Nacht, beziehungsweise da, wo ich Fußball geguckt habe und, kamen fast 60 Abonnenten hinzu. Dazu muss ich erstmal sagen, wirklich vielen, vielen Dank. Auch die Kommentare, ich habe das ja schon mitbekommen, dass da irgendwie was passiert auf meinem Kanal. Aber auf jeden Fall vielen, vielen Dank dafür. Und ihr wisst ja, die nächste Zahl unten kommt dann bei 210 Abonnenten. Also noch zwei Abonnenten. Aber ich habe eben schon gesehen, wir haben 7 Uhr. Ich habe mehr Aufrufe als sonst. Also entweder hat keiner die Aufgaben hochgeladen oder ich weiß es nicht. So, dann gehen wir erstmal kurz hier noch zu dem Spind. Das war nämlich der Skin, den man bekommt durch die Aufgaben. Ich zeige es euch gerade nochmal, Herausforderung. Ich habe das gestern auch erst im Livestream gesehen. Ich so, jetzt kommen noch Aufgaben. Also, wenn ihr die Aufgaben alle gemacht habt, bekommt ihr einmal den Skin. Ja, den Rücken zeigt ihr mir natürlich jetzt nicht. Und den Rücken. Aber seid gewarnt, der Skin an sich hat anscheinend eine große Hitbox. Also wundert euch nicht, dass ihr auf einmal eher getroffen werdet als vorher. Aber der Skin an sich ist natürlich schon nice. Also macht die Aufgaben. Ihr kennt ja jetzt einen, der die Aufgaben hochlädt für euch. In dem Sinne gerne schon mal ein Abo da lassen, Daumen und schreibt auch gerne in die Kommentare. Ich war gestern eigentlich den ganzen Abend beschäftigt damit, mit euch zu quatschen. Aber was ich natürlich gerne mache. So, jetzt gehen wir aber mal rein, worum eigentlich das Video geht, nämlich der Shop. So, was haben wir denn? Oh, mehrere neue Sachen. Okay, die Moxie. Ach, die hat noch verschiedene Stile. Ein rot ist natürlich nice. Aber die nur weiß? Ne, weiß und rot. Ah, ich weiß. Also bis unterhalb der Brust ist der Skin nice. Aber ab da wird er irgendwie komisch. Ich weiß nicht. Irgendwie sieht das komisch aus da unterhalb. Jetzt nicht alle, was ihr meint, aber so. Guckt einfach mal nur den Skin an bis unter die Brust. Also vom Kopf bis unter die Brust. Da sieht der Skin nice aus. Aber darunter, ne, nicht so wirklich. Aber an sich halt schon nice. So, dann haben wir. Ja, das war's ja dann schon. Ach, für 1200 geht eigentlich. So, dann die schlagfertige Axt. Bitte ein anderes Geräusch. Bitte so, als würde ein Boxsack getroffen werden. Ja, hat zwar eher von so einem Plüschtier was. Ja, ist eher so ein Plüschtiergeräusch. Aber ist natürlich auch eine nette Spitzhacke, aber ich weiß nicht. Nee. Also ich würde sie mir nicht kaufen. Selbst wenn ich die V-Bucks hätte im Überfluss, ich würde sie nicht kaufen. So, dann haben wir hier drin der Sturmbomber. Ich habe, glaube ich, auch noch. Ich glaube, gefühlt habe ich ihn noch nie gesehen. Aber wie gesagt, ich habe früher nie so auf den Shop geachtet. Von daher. So, dann haben wir den Party-Löwen. Den kenne ich komischerweise. Den kenne ich. Ja, da ist der Ton mal wieder nice. Da passt er halt wirklich perfekt. So, dann Velocity.
mit Rückenaccessoire. Als Frau geht das überhaupt nicht. Also als Frau gefällt mir der Skin überhaupt nicht. Aber der Raptor ist ja schon Legende. Also den Skin, wer den Skin nicht kennt, hat in meinen Augen nie wirklich Fortnite gespielt. Der passende Rücken dazu ist halt schon nice. So, was haben wir noch? Die Gaunerin. Kennen wir ja auch. Rückenaccessoire. Die Standardausrüstung. Sieht so ein bisschen aus. Typisch Police Academy. Vor allem dann noch die kleine Katze da drin. Was ist denn da noch drin? Ach, Diamanten hat sie schon geklaut. So, was haben wir denn noch? Ah. Einmal noch. Ich weiß nicht, keine Musik dabei, nix. Aber kennt natürlich auch jeder. Dann haben wir die Prazer wieder drin. Die Nina Hagen spielt also auch Fortnite. Könnte Nina Hagen sein. So, was haben wir noch? Ach, die Rakete ist wieder da. Ach, ich weiß noch, wie die gefeiert wurde damals. Ach, gefühlt hat das jeder gehabt. Da bin ich echt mal überlegen, ob ich es kaufen soll. Ist halt einfach Legende. So, dann unendlicher Depp. Das ist natürlich nice. Dann jeder Kraftpaket, das sieht sowieso krank aus. So, dann haben wir noch eine neue Lackierung. Ja. Lackierung. Was soll das sein? Ach, da vorne der Punkt ist sogar gewollt. In dem Gelb drin. Hier ist die Lackierung noch ganz gut. Ich sage eben, am Roboter sehen Lackierungen eh immer am besten aus. Aber auf der Waffe. Ich weiß nicht, das sieht aus wie so eine essbare Waffe jetzt. Ganz komisch. Ganz, ganz komisch. Aber, wie gesagt, Favorit hier drin ist echt die Rakete für mich. Ohne Wenn und Aber. So, ich hoffe, ich konnte euch damit schon mal weiterhelfen. Ihr wisst jetzt, was im Shop ist. Creator Code kann ich leider noch keinen anbieten. Ich könnte mir zwar holen. Aber ich will das schon alles verknüpft haben mit dem YouTube-Kanal. Also die 1000 Abonnenten müssen dann irgendwann mal her. Aber da bin ich auch jetzt nicht so heiß drauf. Lieber langsam wachsen als auf einmal bumm. Weil wenn man hochfliegt, wisst ihr, lieber langsam wachsen und gut ist. Also wenn du noch kein Abonnent bist, gerne jetzt dein Abo raushauen. Und wenn du wissen willst, wie das unten mit dem Code funktioniert, einfach in die Videobeschreibung gucken. Da habe ich ein extra Video gemacht, wo ich mich einmal vorstelle und wo ich erkläre, wie das mit dem Code geht. Aber im Grunde genommen erzähle ich doch jedes Video grob, wie es funktioniert. Aber es kommen immer noch Fragen. Von daher weise ich immer auf das Video hin. In dem Sinne erstmal nochmal danke für die jetzt fast 210 Abonnenten. Die 200 waren natürlich auch wieder so ein innerlicher Meilenstein. Jetzt sind es eigentlich der nächste Meilenstein bei mir ist halt jetzt so im Kopf echt die 500. Also, aber sind natürlich alles Träume. Aber wenn man durchzieht, müsste es eigentlich zu schaffen sein. In dem Sinne wünsche ich euch schon einen schönen Sonntag. Ich denke mal, man hört heute noch mal ein bisschen was voneinander. In dem Sinne, haut rein.